Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Heute mit dem letzten Video im Rahmen der Shuttle-Reihe. Heute nehmen wir uns mal die Enterprise vor, also nicht Raumschiff Enterprise, sondern das Shuttle Enterprise. Haha. Und ja, es geht auch direkt los mit dem Video. Also Abfahrt und viel Spaß. Die Enterprise war das erste flugfähige Space Shuttle und war am Ende nicht für einen Flug in den Weltraum konstruiert und diente zu Testzwecken der Flugfähigkeit in der Erdatmosphäre. Der ursprüngliche Name sollte Constitution lauten, zu Ehren des 200-jährigen Bestehens der US-Verfassung. Allerdings starteten Star Trek-Fans eine Kampagne, den Namen in Enterprise zu ändern, was dann am Ende auch umgesetzt wurde. Die interne Bezeichnung war OV-101. Um die Enterprise in die Luft zu bringen, wurde eine modifizierte Boeing 747 genutzt. Dies war das sogenannte Shuttle Carrier Aircraft oder kurz SCA. Im sogenannten ALT-Programm, was für Approach and Landing Test steht, durchlief die Enterprise von Februar bis Oktober 1977 vier verschiedene Phasen. Zunächst waren dies drei Taxitests am Boden, wo das Shuttle auf dem SCA Rolltests machte. Anschließend gab es die bekannten Huckepackflüge bzw. Captive Flights, aber noch ohne Besatzung und ausgeschalteter Enterprise. Mit den Missionen ALT-9 bis ALT-11 waren jeweils zwei Piloten an Bord und das Shuttle wurde unter Strom gesetzt. Die letzte Phase waren fünf Freiflüge, die den Anflug und das Landeprofil einer Weltraummission simulieren sollten. Insgesamt hatte die Enterprise in ihrer Dienstzeit nur knapp 19 Minuten Freiflugzeit ohne Kopplung am SCA. Es gab zwei Testpiloten zweier Teams, welches zum einen aus Fred Hayes und Gordon Fullerton und zum anderen aus Joe Engel und Richard Truly bestand. Fred Hayes ist vielen von euch sicher bekannt von der Apollo 13 Mission, welche ihm zwar eine Mondlandung verwehrte, aber das Leben rettete. Bis auf Fred Hayes flogen alle Testpiloten jeweils später zwei reguläre Shuttle-Missionen. Richard Truly war von 1989 bis 1992 sogar NASA-Chef. Nach dem ALT-Programm wurde die Enterprise für weitere strukturelle Tests und Simulationen genutzt. Mitte 1979 wurde der Transport vom Vehicle Assembly Building zur Startrampe 39A geprobt und ein Checkup erarbeitet. Ursprünglich sollte die Enterprise nach den Tests raumflugfähig gemacht werden und nach früheren Planungen den ersten Flug im Juli 1981 haben. Durch die Erkenntnisse beim Bau der Columbia und erheblichen Änderungen wurde der Umbau als zu teuer angesehen und es wurde entschieden, den Strukturtestartikel STA-99 in einen flugfähigen Orbiter namens Challenger umzuwandeln. Neben der Enterprise gab es noch einen 75 Tonnen schweren Shuttle-Simulator namens Pathfinder. Dieses rudimentäre Stahlgerüst wurde vor allem dafür genutzt, um die Verfahren für den Transport und die Handhabung des Shuttles auszuarbeiten und zu erproben. Und das war's. Die 10 schnelle Faktenreihe ist hiermit beendet und natürlich auch das Video zur Enterprise. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat oder die Reihe, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt, wenn du es noch nicht getan hast, den Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich natürlich auch für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.